Hallo und herzlich willkommen zurück zum PBM 220. Wir sind in Runde 157 und befinden uns immer noch im Krieg gegen den Russen und dem Inder, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern bis zum Ende dieses PBMs. Ja, wir haben uns einen kleinen Plan ausgedacht, beziehungsweise haben uns einfach mal unterhalten im Forum und über WhatsApp, was wir denn jetzt als nächstes machen. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir jetzt Novgorod liegen lassen. Chris war dafür abrennen, ich eher dagegen. Ich würde ihn gerne als Stützpunkt erstmal noch behalten. Gerade durch diese kleine Passage ist eigentlich Novgorod gut geschützt. Und auch um unsere Landeinheiten dann hier anlanden zu können, ist das, glaube ich, ganz hilfreich, diese Stadt. Ich habe mir den Zug schon eine ganze Weile angeschaut und mir einen kleinen Schlachtplan überlegt, wie wir jetzt hier vorgehen. Auf jeden Fall ist das Ziel jetzt Moskau. Novgorod lassen wir erstmal links liegen. Fast. Ein bisschen Verteidigung bleibt da, aber wir werden jetzt hier vorne alles versuchen zu zerstören und dann vielleicht in ein, zwei Runden dann auch Moskau einzunehmen. Denn ich denke, wenn wir Moskau geschlagen haben, dass wir den Russen tief treffen, und hoffentlich wird er sich davon dann auch nicht mehr so schnell erholen. Denn wie wir auch sehen, sind wir nur auf Platz 4. Ja, selbst der Ägypter hat uns wieder überholt. Joe und Sid Meier Plumbum, die sind ganz weit oben. Kommen wir mal zur Ereignisliste. In Uxmal wurde ein Markt beendet. Ich habe mir überlegt, wir knallen hier mal wieder im Fre in eine Fregatte rein. Denn wie wir ja Indien kennen, der sich jetzt hier mit einmischt, verliert man einen ganzen Haufen, wenn man gegen Indien kämpft. Das hatten wir ja unten schon gesehen, an der Küste hier unten. Da haben wir ja ganz schön geblutet. Und deswegen denke ich, wir sollten mal wieder ein bisschen für einen Nachschub sorgen. Ja, in unserem Gebiet wurde eine Fregatte gesichtet. Mittlerweile ist es nicht mehr unser Gebiet, denn wir haben Kopan verloren an den Russen. Hätten wir letzte Runde die beiden hier oben schon gehabt, hätten wir jetzt angreifen können. Da das nicht der Fall ist, müssen wir noch ein bisschen warten, beziehungsweise wir werden sie hier, ich habe mir überlegt, hier nach links ziehen. Ups, bleibt mal hier. Hier nach links ziehen, so ein bisschen an der Seite ran. Jetzt bleibt nochmal da. Und hoffen, dass wir jetzt, wenn wir Tulum bald einnehmen, holen wir uns ja zurück, wahrscheinlich in nächste Runde sogar schon, dass wenn der Russe jetzt hier runterzieht und Tulum verteidigen möchte oder wieder zurückerobern will, würde ich gerne in die Flanke fallen. Sollte der Russe jetzt weiter noch umsegeln, werden wir uns hier unten stationieren. Wenn er wieder zurückkommt, werden wir zuschlagen. Hier haben wir das nächste U-Boot. Das ist auch kurz davor anzukommen. Und in zwei Runden wird auch ein Kalakmus das nächste U-Boot gebaut. Und dann sollte das auf jeden Fall reichen, um diese Flotte da oben zu zerstören. Jetzt machen wir erstmal das hier noch zu Ende. Genau. Wir haben auch ein U-Boot verloren vom Russen. Der Russe hat uns das U-Boot abgenommen mit dem Freibeuter hier. Blöd, ist aber so. Und auch einen Ritter haben wir verloren. Ja. Keine Ahnung, wo der Freibeuter jetzt herkam. Weiß ich nicht. Bukarest möchte gern einen großen Musiker. Ja, haben wir jetzt keine Zeit für. Beziehungsweise ist gar nicht, wann der kommt, müsste ich mal gucken. Und Handelsweg nach Bukarest macht auch keinen Sinn, denn der Handelsweg wäre zu sehr gefährdet. Abmachung, Gewürze an Grön und Röse. Ja, Gewürze wurden uns jetzt natürlich hier, das letzte Gut wurde uns geklaut. Somit haben wir jetzt keine Gewürze mehr, aber das holen wir uns ja bald wieder. So, dann haben wir noch einmal Kultur in Chichen Itza da hinten. Und jetzt noch die Beförderung von dem U-Boot. Und dann kommen wir mal zu meinem Schlachtplan, den ich habe. Ich werde jetzt versuchen, mit den U-Booten hier oben an der Seite Schiffe zu versenken, damit wir hier mehr Platz haben für unsere ganzen Fregatten, die da kommen. Einzug, der ist auf jeden Fall klar, wie ich den spiele. Das machen wir nämlich so: Wir ziehen den Freibeuter raus und ziehen die Fregatte jetzt nach Novgorod, weil hier oben kann die Fregatte nichts beschießen, und so haben wir wenigstens nochmal einen Schuss frei, und der geht natürlich auch gleich auf diese Armbrustschütze hier. Gut, kommen wir zu hier oben. Wir haben zwei beförderte U-Boote. Die haben 25% Kampfbonus beim Angriff. Und die ziehen wir jetzt hier hoch. 1, 2, 3, 4. Würde ich gern, glaube ich, sogar hier stehen lassen. Okay, und natürlich müssen wir jetzt unser eigenes U-Boot, was wir letzte Runde verloren haben, versenken. Das hat auch wunderbar geklappt.
Und auch diesen Freibeuter würde ich, glaube ich, gleich versenken wollen. Ich weiß nicht, ob er ohne Beförderung das schafft. Ja, gut, auch. Aber sicher ist sicher. Deswegen ziehen wir es mit dem U-Boot hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wunderbar. Und Feuer. Ja, sehr schön. Läuft wie am Schnürchen hier. Gut. Und jetzt haben wir hier noch ein U-Bötchen. 1, 2, 3, 4, 5 schießen. Machen wir das doch. Dann gucken wir mal ein Stück nach rechts. Und hier sehen wir einen Frachter und einen Freibeuter. Okay. Gut. Lassen wir den erstmal da, wo er ist. Wir ziehen ihn mal zurück. Ich würde gerne hier so eine kleine Blockade bauen. Und weg vom Fenster. Hervorragend. Okay, unser Ritter. Den ziehen wir erstmal hier aufs U-Boot. Ja, den lassen wir da auch stehen. Das passt. Und jetzt kommt hier natürlich die große Frage, wie wir vorgehen. Gucken wir, fangen wir hinten an. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Könnten wir hier hinschießen. 1, 2, 3, Feuer. Okay. Der ist auch eine Reichweitenfregatte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Feuer. Den könnten wir eigentlich. Oh, ich muss mal kurz aufhören. Jemand ruft mich gerade. So, ich bin wieder zurück. Irgendwie ist gerade hier meine Wäsche nass geworden draußen. Die war schön in der Sonne und auf einmal fing es an zu regnen und mein Kind hat gerufen, die Wäsche und deswegen musste ich kurz los, aber das schneide ich gleich raus, die Pause da. So, jetzt bin ich natürlich vollkommen raus und klitschenass. Genau, hier waren wir mal stehen geblieben. Wir wollen diese Fregatte kazern. Die haben auch Langeweile, hey, alles zu benennen. Gut, ja, ich denke von hier aus macht es doch einen guten Eindruck. Feuern wir einfach mal. Okay. Somit haben wir jetzt auch hier ein bisschen Platz geschafft. 1, 2, 3, 4, 5. Und das machen wir auch. Und feuern hier drauf. Zack. Sehr gut. Weiter geht's. Was haben wir hier noch? 3 Land auf Landeinheiten befördert. Nicht, haben keine Reichweite. Also könnten wir theoretisch 1, 2, 3, 4, 5. Das machen wir. 1, 2, 3, ja. Und feuern. Ach, ein Traum. Ein Traum ist das. Nehmen wir die noch hier. Jetzt müssen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Also bis hierhin können unsere Schiffe. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir noch Reichweite davon? Ne, sind beides keine Reichweiten mehr. Der wäre noch eine Reichweite. 1, 2, 3, zack. Dann könnten halt mal noch. Dann könnten wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja. Das ist gut. Wie wollte ich es jetzt machen? Die Reichweitenfregatte benutzen, ne? Genau. Das machen wir mal. Zack. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das dürfte eigentlich funktionieren. Feuer. Die noch hier. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, die könnten wir hier hinstellen. Feuer. Könnte man von diesem Feld aus beschießen, allerdings sehe ich jetzt. Oh, eine Kanone, eine indische. Aha, interessant. Gut, aber die dürfte nicht drauf schießen können. Ja, das passt. Und dann haben wir noch die beiden Reichweitenfregatte. Das ist eigentlich klar, wo die hinkommen. Zack. Feuer. Und 1, 2, 3, 4, 5. Und ja, müssen wir leider jetzt hier drauf schießen. Feuer. Okay. Na, das war's ja hier oben schon, oder? Hier haben wir jetzt noch ein paar Freibeuter, die rangezogen müssen. Langsam aber sicher. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht Indien zu sehr den Weg blockiere. Indien sage ich. Arabien. Vielleicht wäre es für Arabien
Ja, nicht schlecht, wenn sie jetzt mal hier reinfahren in die Bucht, um den Gegenverkehr aufzuhalten. Wir wären natürlich mit den U-Booten, wenn wir direkt danach mitziehen und den Nachschub hier einfach kappen. Weil dann sehe ich hier eigentlich von Moskau schwarz. Sehr schwarz sogar. Okay, kommen wir hier. Ritter wird angelandet. Ja, zack. Damit können wir auch immer schön zuschlagen und wieder zurückziehen an Novgorod. Der Freibeuter kann hier mal bleiben und sich heilen, weil er kann nicht über diesen Berg und über Stadt schießen. Das U-Boot haben wir auch diskutiert. Chris meinte, wir sollen es hier hochschicken. Da kommt bestimmt noch mehr. Ich wollte es ja runterschicken wegen der Sache. Deswegen entscheide ich jetzt einfach mal, dass wir den jetzt mal hier Richtung Indien schicken. Denn ich traue dem ganzen Braten nicht so. Und was sehen da meine Augen? Schon mal ein Freibeuter, die Schukow. Schuk off und weg. Wahrscheinlich googelt der Sid immer irgendwelche Namen für die ganzen Schiffe. Gut, ja, unsere beiden Musketiere natürlich auch Richtung Novgorod. Wir haben hier noch einen Bautrupp, der auch in die Richtung gehen soll. Und jetzt nochmal hier rüber. Und auch unser großer Prophet darf endlich auf Wasser stechen, um den Novgorod zu bekehren. Den lassen wir heilen. Hier haben wir noch einen Freibeuter. Den sollten wir auch an die Front bringen. Zack. Und ja, ich mache ja schon hier einmal auf Tulum feuern. Den ziehen wir immer runter. Bringen den in Stellung. Und nächste Runde dürfen beide draufschießen. Und dann können wir mit dem Ritter dann kurzen Prozess mit Tulum machen. Dann gehört die Stadt wieder uns. Dann wird der Russe bestimmt, ganz bestimmt, nach Tulum fahren und versuchen, die wieder zurückzuerobern. Wahrscheinlich wird er es sogar schaffen. Vielleicht sollten wir für den Fall nochmal einen Ritter, den wir nicht haben, scheiße, hinziehen, um die Stadt wieder zurück einzunehmen. Nee, dann bauen wir hier mal keine Bank als nächstes, sondern nochmal einen Ritter. Ups. Gatling hoch, Ritter rein. Dass wir noch ein bisschen mobil bleiben. Oder. Nee, noch besser. Pass mal auf. Ah, warte mal. Nee, das ist Kacke. Das ist auch doof. Jetzt überlegt, ob wir nah ranziehen, rein und wieder rausgehen. Allerdings. Eins, zwei, drei. Wenn ich ihn hier hinstelle, kommt da. Oh, kommt da runtergefahren und schießt drauf. Könnten wir denn hier reinbrettern? Ziehen wir mal dahin. Ich bin nicht alles täusche, müsste es ja funktionieren. Ah, wir haben ja auch Höhentraining. Darf ich nicht vergessen. Okay, lassen wir das stehen. General natürlich auch Richtung Osten. Der Bautrupp, was macht der? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Ziehen wir auch mal nach Osten. Ja, auch ein Kamel wird jetzt anlanden nächste Runde. Und hier auch ein bisschen Rabatz machen. Auch sehr schön. Und sonst bleibt nur noch ein Blick auf die Demografie, die nicht so erfreulich ist. Also Datenwert. Allerdings haben wir fast aufgeholt. Fast Gleichstand mit dem Russen. Jetzt haben wir nochmal einiges versenkt. Gehe ich mal stark davon aus, dass es noch ein bisschen fallen wird. Produktionstechnisch sind sie noch vor uns. Aber wir sind auch dran. Ernteertrag, okay. Scheiß drauf. Ja, Personen natürlich Indien weiterhin vorne in der Bevölkerung. Bruttosozialprodukt sind wir auf Platz 5. Naja, gut, wir bauen Banken gerade. Daran arbeiten wir momentan. Und sonst das Wichtigste für uns zumindest, die Alphabetisierung auf Platz 1. Und in der Zustimmung sind wir auch auf Platz 1 mit 16 zur Zufriedenheit. Gut, was wollen wir noch schauen? Sozialpolitiken. Dauert ja noch eine Weile. Dauert nicht mehr eine Weile. Hey. Zwei Runden noch. Ja, müssen wir mal gucken, was wir wählen. Wir könnten ja theoretisch auch mal endlich unsere Dings weitermachen. Unsere Rationalisierung. Denn wir haben Glauben und können damit nichts anfangen, so wirklich. Wäre auch eine Idee. Und sonst, war es das eigentlich? Städte gucke ich mir jetzt nicht an. Ich jetzt keinen Bock. Und ich glaube auch, die Städte sind soweit eingestellt. Habe ich ja letzte Folge schon gemacht. Hier haben wir noch einen Bautrupp. Ja, den müssen wir da auch stehen lassen.
Der kann jetzt nichts weiter machen. Ja. Spionage. In 6 Runden können wir bei Mekka bauen. Die bauen gerade die Ostindien Company. Das macht Memphis. Memphis baut eine Fabrik. Okay, und hier können wir nicht selber. Diese eigene Stadt bringt nichts. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Schauen wir mal. Also, bis dann. Tschüss.